öffne unsere Herzen, damit wir dein Wort aufnehmen können. Sei jetzt du unser Gast, gib uns Frieden, gib uns Geborgenheit, gib uns dein Wort, das meines Fußes Leuchte ist. So danke ich dir dafür im Namen Jesu. Amen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eine Kindergeschichte dabei. Die Kinder können nach vorne kommen zu einer Geschichte. Ihr seid aber schnell. So, schön. So viele Kinder haben wir. 1, 2, 3, ganz viele. Ja. Schön. Guck, hier vorne ist auch noch ein Platz. Ja. Guck, wir brauchen schon 2 Reihen für die Kinder. Demnächst brauchen wir 3 und 4 Reihen. Ja, also ich erzähle euch eine Geschichte. Und zwar von einem Mädchen, das hat in Israel gewohnt. Und wir wissen den Namen von dem Mädchen gar nicht. Vielleicht hat sie Esther geheißen oder Hanna oder Maria. Wir wissen es nicht. Naja, auf jeden Fall, damals gab es ein Land, das war ein Nachbarland von Israel, die waren manchmal stärker als sie, das waren die Syrer. Und die haben ab und zu mal das Land Israel überfallen und haben denen einfach Sachen weggenommen. Essen weggenommen und Geld weggenommen und manchmal haben sie auch die Menschen mitgenommen. Ja, einfach so. Als Sklaven, genau, richtig. Und was mussten die Sklaven machen? Arbeiten. Die mussten arbeiten, ohne Geld mussten die arbeiten, ne? Und die Herren, die haben dann immer bestimmt, was sie machen durften und wo sie hingehen durften und was sie immer arbeiten mussten, haben alles die Herren bestimmt. Und dann war ein Syrischer, der Hauptmann von der Armee, der hat einfach ein Mädchen mitgenommen aus Israel und einfach geklaut, gestohlen. Und dann musste sie dort arbeiten als Sklavin. Aber dieses Mädchen war trotzdem fröhlich. Warum? Weil es Jesus im Herzen hatte. Genau, Gott war mit ihm. Genau, richtig. Das heißt, obwohl sie seine Mutter nicht mehr hatte und den Vater nicht mehr hatte, konnte sie trotzdem dort Frieden im Herzen haben und fröhlich sein. Und dann hat sie auch immer überlegt, wie kann ich meiner Herrin und meinem Herrn was Gutes tun. Und eines Tages hat sie gesehen, dass die Herrin so traurig war und geweint hat. Und dann hat sie gefragt, ja, warum bist du denn so traurig? Warum weinst du denn? Und dann hat die Herrin gesagt, ja, das ist so, weil mein Mann, der ist krank. Ja, und zwar ganz schwer krank geworden. Ist das nicht der Mann des 7 Mal? Genau, hast du schon erraten, die Geschichte. Ja, genau. Der Mann, der hieß Naemann. Das war der syrische Feldhauptmann. Die kennst du schon, ja wunderbar, das ist doch gut. Dann könnt ihr sie ja schon fast zu Ende erzählen. Ja. Und der hatte Lepra, das war eine ganz schlimme Krankheit. Da ist, während man lebte, ist schon die Haut und das Fleisch schon verfallen, das ist schon verfault an der Hand und an den Füßen, ist schon die Haut und das Fleisch verfault und dann ist das abgefallen. Und das war eine schlimme Krankheit. Und dann hat das Mädchen gesagt, ich habe eine Lösung, wenn das zu dem Propheten von Israel gehen könnte, zum Propheten Elisa, der könnte dem helfen. Und er ist da tatsächlich hingefahren, der Naemann, und der Elisa hat dann zu ihm gesagt, er soll sich 7 Mal, was hat er gesagt? 7 Mal im Jordan untertauchen, genau, richtig. Da, wo Johannes Jesus getauft hat. Das war in der Nähe, wo auch der Johannes später getauft hat, genau, richtig. Ja. Auf jeden Fall hat er das tatsächlich gemacht und hat sich untergetaucht. 1-mal, 2-mal, 3-mal und er hat nichts gesehen, sagt, ich bin immer noch krank. Genau, und beim 6. Mal war er immer noch krank. Und beim 7. Mal? Da war er gesund. Genau, und er hat sich gefreut und das Ganze war nur möglich, dass er gesund werden konnte. Warum? Weil das kleine Mädchen, die Sklavin aus Israel, weil sie Gott im Herzen hatte und weil sie trotz ihres Leids, trotz ihrer Probleme, die sie hatte,
für die anderen da sein konnte. Sie hat für ihre Herren und für ihren Herrn überlegt, was kann ich das Beste für sie machen, dass es auch ihnen gut geht. Und sie hat sich auch mitgefreut, als er gesund geworden ist. Und natürlich hat dann Naaman und auch seine Frau haben dann dem kleinen Mädchen herzlich gedankt, dass sie ihm geholfen haben, dass er gesund werden konnte. Und so könnte es auch bei uns sein, auch wenn wir manchmal Probleme haben oder wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Gott im Herzen haben, dann können wir auch noch Frieden im Herzen haben und fröhlich sein und auch noch für andere da sein und anderen was Gutes tun. Das war die Geschichte für euch Kinder. Ja, diese Geschichte war nicht nur für die Kinder. Die Geschichte, die steht in der Bibel auch für uns Erwachsene. Ja, und die passt gut zu unserem Thema, nämlich Hiobs Botschaft. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, den zweiten Teil unserer Serie, unserer Vortragsserie, zu hören und zu betrachten. Hiobs Botschaft. Der Hiob hat es auch nicht leicht gehabt. Also, wenn er mich fragt, ich hätte nicht gern mit ihm getauscht. Auch wenn er am Anfang ein schönes Leben hatte und auch wenn er am Ende ein schönes Leben hatte, aber dazwischen, das war nicht gut. Ich denke, es gibt kaum einen Menschen in der Bibel, der so heftig geprüft wurde. Natürlich, Jesu Leiden war immer noch viel, viel größer und viel, viel mehr. Aber er hat schon viel mitgemacht. Ja, gestern haben wir einen ersten Teil gehabt über das Leid vom Hiob, über die Hiobsbotschaften. Und wie auch ja, er am Anfang ein schönes Leben hatte, er war gläubig, er war gesegnet, er war reich und er wusste nicht, was im Himmel besprochen wurde. Und dann war diese Diskussion zwischen Gott und Satan im Himmel und Satan wurde erlaubt, ihn anzugreifen und Satan hat ihm alles weggenommen, seinen ganzen Besitz weggenommen, in einem Tag. Und die Boten kamen miteinander und er hat alles verloren, sein Reichtum, sein Besitz. Dann hat er auch noch seine Gesundheit verloren. Sechstens hat er das Vertrauen und die Unterstützung seiner Frau verloren. Die hat gesagt, sag Gott ab und stirb. Und siebtens hat er auch noch sein Ansehen bei seinen Freunden verloren. Seine Freunde kamen und haben ihm, sie wollten ihm helfen, aber es ist nicht gut gegangen. Ihre Hilfe war keine Hilfe. Und von daher hat er auch noch sein Ansehen und seinen Ruf verloren. Sie haben gesagt, du bist selber schuld, du musst gesündigt haben, warum? Denn wenn Gott segnet, andersrum, wenn wir gläubig sind, wenn wir mit Gott leben, dann segnet Gott uns. Und wenn wir böse sind und wenn wir nicht an Gott glauben, dann straft Gott. Und das ist ja auch durchaus richtig, steht in der Bibel ja auch so drin. Bloß sie haben den Umkehrschluss gemacht, den Rückschluss, und der ist nicht immer richtig. Sie haben nämlich gesagt, wenn es dir gut geht, ist es ein Zeichen dafür, dass du gläubig bist, dass du fromm bist. Und wenn du einen Schicksalsschlag hast, wenn es sehr schlecht geht, ist es ein Zeichen dafür, dass du gesündigt haben musst. Und je größer der Schicksalsschlag, desto größer muss die Sünde gewesen sein. Und damit lagen sie daneben. Meine Lieben, wenn wir heute, manchmal meinen wir es auch gut mit Menschen. Manchmal wollen wir auch gerne anderen helfen. Aber manchmal kann es so sein, dass wir leidige Tröster sind, wie auch die Freunde leidige Tröster waren. Dass das, was wir denken über den anderen, über sein Leid vielleicht nicht das ist, was wahr ist und zweitens nicht das ist, was der andere braucht. Denn das, was sie dann sagten zu ihm, das brauchte er nicht. Im Gegenteil, das hat sein Problem noch viel größer gemacht. Ich denke sogar, dass die Angriffe seiner Freunde für ihn schlimmer waren als seine Krankheit und seinen Verlust. Ja, und
Dann kam dieser vierte Freund, der Elihu, und der hat geredet, als alle fertig waren. Also sie haben diskutiert. Übrigens, Hiob hat das gleiche Problem gehabt. Er hat die gleiche Theologie gehabt, nämlich, wenn ich gläubig bin, dann segnet Gott, das hat er auch erlebt gehabt in seinem Leben, und wenn ich sündige, dann straft Gott. Und er hat das, die gleichen Hintergründe gehabt, und dann hat er aber gesagt, ich habe keine Sünde, er konnte sich an keine Sünde erinnern, und trotzdem bin ich gestraft. Warum? Und die Freunde haben gesagt, die Lösung ist, du musst bekennen, dann wird Gott dich wieder segnen. Und er hat gesagt, ich kann nichts bekennen. Seine Lösung war, Gott ist ungerecht. Gott hat den Fehler gemacht. Das ist irgendwas schiefgelaufen im Himmel. Dass Gott mich straft, obwohl ich das nicht gemacht habe. Und deswegen hat er sogar gesagt, wenn ich mit Gott richten würde, wenn ich mit Gott vor Gericht stehen würde, ich würde gewinnen. Weil ich weiß, dass ich unschuldig bin. Aber was er nicht wusste, ist, dass sein Bild falsch war von Gott. Und dass seine Theologie falsch war. Manchmal nutzt Gott auch Situationen, und wir wissen, dass diese Situation nicht von Gott gewollt war. Gott schickt nicht solche Schicksalsschläge einfach so über Menschen. Das hat Satan gemacht. Gott hat den Satan zwar Freiraum gelassen, aber Satan war der Urheber. Aber trotzdem hat Gott die Situation genutzt, um sich ihm zu offenbaren. Auch das kann Gott noch nutzen zu seinem Segen. Elihu war der Erste, der aus diesem Denken, aus diesem engen Denken, aus dem Gefängnisdenken der Freunde und Hiobs sie herausgeführt hat und gesagt hat, eure Anschuldigung, deine Anschuldigung, Hiobs, sind nicht richtig. Und auch die der Freunde sind nicht richtig. Sondern Gott kann auch Leid zulassen oder Leid schicken zur Prüfung, zur Erziehung, zur Charakterveränderung. Da hat er schon mal den ersten Schritt aufgetan, hin zu dem, was Gott auch gesagt hat. Und dann kam Gottes Antwort. Und da wollen wir heute uns ein bisschen drüber austauschen und drüber nachdenken. Was hat Gott geantwortet? Nun, wenn wir Gott wären, wenn du Gott wärst und er würde die Situation sehen, du weißt ja, du hast mit Satan diesen Deal gemacht, und übrigens, Satan hat ja verloren gehabt. Wo hat Satan schon mal gewonnen? In der Bibel. Satan hat verloren gehabt, nämlich seine Anschuldigung, dass er gesagt hat, Hiob dient dir nur, weil du ihn segnest. Und wenn du ihm alles wegnimmst, du wirst sehen, Hiob wird dir absagen. Und das war nicht so. Hiob ist treu geblieben. Obwohl Hiob diese Probleme hat, obwohl er Hiob das nicht verstanden hat, aber er hat an Gott festgehalten. Und das Thema von heute ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist der Höhepunkt der Reden Hiobs. Mitten in seinen Anklagen, seinem bitteren und wirklich bitteren und anklagenden Ton gegen Gott und gegen die ganze Gesellschaft und gegen das Schicksal und gegen die Freunde und gegen alles, hat er doch gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat gesagt, und er wird mich am Ende auferwecken. Hiob wusste nicht, wie es weitergeht. Gott wusste schon das Ende, dass am Ende wieder ein Happy End kommt. Das wusste Hiob nicht. Und seine Krankheit war so heftig, dass er dachte, er würde sterben. Er hat keine Zukunft gesehen. Aber er hat gesagt, mein Erlöser lebt. Und am Ende wird er mich auferwecken. Ich werde ihn sehen von Angesicht. Das war seine Hoffnung. Mitten im Leid. Der Herr Jesus im Buch Hiob. Es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, auch das Alte Testament lesen, dass wir immer und überall danach suchen, wo steckt Jesus in diesen Bibeltexten. Luther hat das mal so ausgedrückt. Entscheidend ist, wenn wir die Bibel lesen, dass es darum geht, was Christum treibet, hat er gesagt. Was Christum treibet, das heißt, wo ist, zum Beispiel im Alten Testament, wo sind Voraussagen auf Jesus? Wo hat Jesus selbst gehandelt? Denn der Gott Yahweh war Jesus, der mit seinem Volk gehandelt hat. Oder im Neuen Testament auch natürlich die Evangelien, die Berichte über Jesus oder auch das Evangelium von Jesus. Und die Frage ist auch, wo finden wir Jesus im Hiob-Buch? Hiob Kapitel 19, wenn eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ich habe es zwar auch hier an der Wand, aber wenn man selbst in die Bibel reinschaut, hat manchmal auch seine Vorteile. Hiob Kapitel 19, Vers 25 und 26. Das ist der Text, das ist der Ausgangstext, der Predigttext für diese Predigt. Wir finden in Hiobs Reden
4 Hinweise auf Jesus. Hiob Kapitel 19, Vers 25 und 26. Dort sagt Hiob: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Hier hat er drei Gedanken drin, die er seinen Freunden sagt. Aber eigentlich ist es so, Hiob hat in seinen Antworten an die Freunde nicht nur ihnen geantwortet, er hat auch zu Gott geredet. Die Freunde haben immer nur über Gott gesprochen. Hiob hat mit Gott gesprochen, zu Gott gesprochen und ganz am Ende sogar in der Kommunikation mit Gott. Und wir müssen ja auch bedenken, Hiob lebte noch vor Abraham. Also Hiob lebte zwischen der Sintflut und Abraham. Es gab auch diese beiden großen Tiere da, der Behemoth und Leviathan. Das waren Dinosaurier, die noch nach der Sintflut gelebt haben und dann ausgestorben sind. Und die beschreibt er dort. Und das war die Zeit, wo ja auch wir noch keine Bibel hatten. Es war noch nichts geschrieben, die 5 Bücher Mose waren noch nicht geschrieben. Natürlich wusste Hiob einiges von seinen Vorfahren, von Adam und Noah und so weiter, auch von der Schöpfung und auch von Gott und auch von der Sintflut, aber er hatte ja die ganzen, ja, viele Hintergründe noch gar nicht. Und er wusste auch nicht die ganzen Prophezeiungen auf den Messias. Natürlich wusste er, ein Messias würde kommen, das ist ja schon im Paradies verheißen worden, aber mehr wusste er nicht. Und dann hat er solche Aussagen gemacht. Erstens, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Erlöser bedeutet, dass er sagt, mein Retter, der mich freikauft. Und die Erlösung hat er nicht mehr bezogen auf seinen irdischen Zustand. Er hat nicht mehr geglaubt, der Erlöser wird mich jetzt hier gesund machen und mir wieder meinen Besitz zurückgeben. Nein, sondern mein Erlöser ist der mir das ewige Leben gibt. Er hat das Ganze auf das ewige Leben bezogen. Denn das Zweite ist, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das ist eine Wendung, ein Hinweis darauf, dass wenn ein Mensch stirbt, wusste er, dass er wieder zu Staub wird. Er ist aus Staub gemacht, aus Erde gemacht, und er wird wieder zu Staub, wenn er stirbt. Und das heißt, wenn alle Menschen gestorben sind, wenn alle Menschen zu Staub geworden sind, dann wird der Erlöser, mein Erlöser, wird sich erheben. Das heißt, er wird aufstehen und er wird über den Tod regieren. Er wird den Tod besiegen. Und wenn er sagt, ich werde Gott sehen, dann heißt das, ich bin überzeugt, ich werde wieder auferstehen. Weil mein Erlöser stärker ist als der Tod, weil er den Tod besiegen wird, wird er mich wieder auferwecken und ich werde Gott sehen. Er sagte, jetzt bin ich zwar zerschlagen, meine Haut und mein Fleisch dahingeschwunden, ich bin körperlich, bin ich am Ende, aber weil mein Erlöser lebt, werde ich auch leben, werde ich auferstehen, ewig leben. Das Evangelium in 2 Sätzen zusammengefasst, das Hiob hier uns mitteilt. Er spricht vom Erlöser, und zwar als der Letzte, der auf Erden herrschen wird, der, wenn alles zu Ende ist, wenn alle Menschen gestorben sind, wenn alles fertig ist, der dann noch da sein wird, über die Sünde, über den Tod und über Satan siegen wird, der Auferstandene. Und weil der Erlöser aufersteht, auferstanden ist, auferstehen wird für ihn, deswegen werde ich, das war seine Überzeugung, auch auferstehen. Deswegen der verheißene Messias, der kommt, um zu retten und der wiederkommen wird, um zu herrschen. Und interessant ist, dass das genau das Thema des Matthäus-Evangeliums ist. Im Matthäus-Evangelium spricht Jesus immer vom Himmelreich. Das Himmelreich wird gleich sein 10 Jungfrauen. Und er hat das Königreich Gottes ausgerufen. Ja? Natürlich jetzt nicht auf dieser Erde schon, aber Matthäus-Evangelium, das ist ein Evangelium, was der Matthäus, er war Jude, er war Zöllner, und das hat er vor allen Dingen für Judenchristen geschrieben. Woran sehen wir das? Weil er sehr häufig, am häufigsten von allen, das Alte Testament zitiert und zeigt, dass Jesus der vorhergesagte Messias ist. Und er sagt immer wieder, damit die Schrift erfüllt wurde. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament die Propheten und aus dem Psalm und von den ganzen Voraussagen. Und er zeigt, dass Jesus der Messias ist, der die Prophezeiungen erfüllen wird, die gesagt worden sind. Und dass er
der Auferstandene, der Erlöser, der Messias ist. Das ist das Hauptthema des Matthäus-Evangeliums. Und das steckt hier im Buch Hiob, in diesen zwei Versen von Kapitel 19 schon drin. Ja, schauen wir uns weiter an, einen zweiten Abschnitt. Das ist Hiob, Kapitel 16, Verse 19 bis 21. Hiob, Kapitel 16, Vers 19 bis 21. Und dort heißt es: Siehe, auch jetzt noch ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Meine Freunde verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf, dass er Recht verschaffe dem Mann bei Gott, dem Menschen vor seinem Freund. Und hier sehen wir, was spricht aus diesen Versen heraus. Die tiefe Sehnsucht, dass er Recht bekommt. War Hiob rechthaberisch? Wollte er immer Recht haben? Ich glaube nicht darum, dass es darum ging, wer hat das Recht. Obwohl, denke ich, die Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden im Endeffekt darauf hinauslief. Man merkt, als sie in die zweite Runde, in die dritte Runde kamen, das kam irgendwann in die Schleife rein. Und die Freunde haben unbedingt Recht haben wollen. Und Hiob sagt dann, meine Freunde verspotten mich. Sie wollten ihm, also die Motivation der Freunde war aufrichtig. Sie wollten ihm helfen. Aber er hat es als Spott empfunden, weil sie an seinem eigentlichen Problem vorbei geredet haben. Weil sie ihn beschuldigt haben für Dinge, die gar nicht wahr waren und die gar nicht zutrafen. Und deswegen sagt er, ich stehe vor Gericht, sie klagen mich an und im Endeffekt Gott auch. Mehrere Male sagt er, Gott, ich bin die Zielscheibe geworden von Gottes Anschlägen, Gott ist gegen mich. Denn, dass die Schicksalsschläge von Satan verübt wurden, wusste er ja nicht. In seinem Denken war Gott der, der das über ihn gebracht hat. Aber es war natürlich nicht Gott, wir wissen, es war Satan. Aber deswegen hat er den Eindruck gehabt, alle sind gegen mich. Meine Frau ist gegen mich, die Freunde sind gegen mich und selbst Gott ist gegen mich. Und er fühlt sich von Menschen und Gott verlassen. Und das noch eine Situation, wo er eigentlich Hilfe braucht, wo er am Ende ist. Und dann sagt er, aber ich habe einen Fürsprecher im Himmel. Und das war sein letzter Strohhalm. Ich habe einen Fürsprecher im Himmel. Woher wusste er das? Ich weiß es nicht. Wer ist dieser Fürsprecher im Himmel? Wir wissen, es ist Jesus Christus. Er ist unser hoher Priester. Er ist der Mittler zwischen Menschen und Gott. Er ist derjenige, der als unser Fürsprecher, also unser hoher Priester, für uns geopfert wurde, der für uns da ist, der uns unsere Sünden vergibt, der uns mit Gott wieder in Kontakt bringt. Wenn wir gesündigt haben und wir bekennen unsere Sünden, ist er im himmlischen Heiligtum und er vergibt uns unsere Schuld. Er löst seinen Tod für uns ein und vergibt uns unsere Schuld. Und wir sind frei. Er ist unser Fürsprecher. Dann ist er als unser hoher Priester aber auch derjenige, der uns versteht, der mitfühlen kann, weil er selber Mensch war. Und der uns auch helfen kann. Hebräerbrief ist wunderbar, was da alles drinsteht, über Jesus, unseren hohen Priester. Und unser hoher Priester ist der Fürsprecher im Gericht. Er bittet für uns im Gericht und setzt sich im Gericht für uns ein, das ist unser Rechtsanwalt, und spricht uns frei. Ob Hiob das alles wusste, weiß ich nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Er wusste nur eins: Ich werde angeklagt und ich habe einen Fürsprecher. Und dieser Fürsprecher, der ist unparteiisch. Der weiß wirklich, was richtig ist. Und wenn die Freunde daneben liegen und wenn ich den Eindruck habe, Gott macht einen Fehler, mein Fürsprecher nicht. Der ist auf meiner Seite. Und er hilft mir. Er ist mein Zeuge im Himmel. Warum braucht er Hiob einen Zeugen? Weil die Anschuldigungen der Freunde falsch waren. Und wenn er einen Zeugen hatte, der die Wahrheit bezeugt hat,
dass er gegenüber den Freunden Recht haben konnte. Und interessanterweise ist es tatsächlich so, dass Gott am Ende gesagt hat, deine Freunde, die haben nicht Recht von mir gesprochen. Sie haben Unrecht gesagt. Er hat Hiobs Reden nicht verurteilt, obwohl Hiobs Reden nach unserem Verständnis auch nicht recht waren. Wer hat das Recht, Gott anzuklagen und Gott zu beschuldigen, ungerecht zu sein? Aber es kam aus seinem Herzen, aus seinem falschen Verständnis heraus. Gott hat ihn nicht angeklagt. Gott war barmherzig mit ihm. Aber Hiob hat am Ende sich selbst angeklagt. Als er am Ende Gott gehört hat und gesehen hat, hat er gesagt, ich habe töricht gesprochen. Meine Lieben, wenn wir eine falsche Vorstellung haben von den Dingen dieser Welt, von Gott, und wenn wir denn Gott erleben und Gott sich uns offenbart und wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, dann werden manche falsche Vorstellungen korrigiert und manche Fragen in unserem Herzen werden gelöst und wir finden Frieden darin. Ein Zeuge. Hiob brauchte einen Zeugen, ein Fürsprecher bei Gott, ein Fürsprecher vor den Menschen. Und das ist Jesus, ein vollkommener Diener, der sich ganz für andere einsetzt. Und das sehen wir übrigens im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist Jesus als der, der anderen dient. In Matthäus und im Lukas haben wir sehr viele Reden Jesu beschrieben. Im Markus sind die meisten Taten Jesu. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium, aber da sind die meisten Taten Jesu. Wie er andere heilt, wie er andere tröstet, wie er anderen hilft, was er tut. Jesus, der vollkommene Diener, der Fürsprecher. Das dritte, Hiob 17, Vers 3. Hiob 17, Vers 3. Da sagt Hiob, und er spricht hier zu Gott, sei du selbst mein Bürger bei dir. Wer will mich sonst vertreten? Das ist interessant. Hiob hat ein Problem mit Gott. Und jetzt sagt er, ich brauche einen, der für mich bürgt. Jemand, der sich für mich einsetzt, der meine Sache vertritt. Und jetzt fordert er Gott auf, dass Gott selbst seine Sache vor Gott vertritt. Das ist interessant. Aber das ist genau das Konzept, was Jesus tut für uns. Denn Jesus ist ja Mensch und er ist Gott. Und als Gott ist er unser Fürsprecher, unser Vertreter, unser Bürger, der sich für uns vor Gott einsetzt. Er ist derjenige, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Der den sündigen Menschen wieder mit Gott in Harmonie bringt, in Verbindung bringt. Und genau das hat Hiob gewünscht und Gott vorgeschlagen. Und genau das ist das Konzept von Jesus Christus. Jesus ist unser Bürger. Ein Mensch kann es nicht. Ein Mensch würde, ähnlich wie die Freunde, vollkommen falsch manchmal denken, urteilen, daneben liegen. Ein Bürger, ein vollkommener Mensch, der mit seinem sündlosen Leben eintritt, vermittelt, für andere Menschen bürgen und bezahlen kann. Und das ist das Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium wird Jesus gezeigt als derjenige, der sich einsetzt für alle Menschen. Die meisten Begebenheiten, wo Jesus Nicht-Juden, Samaritern oder Phöniziern oder den zehn Städten, wo er dort aktiv ist, finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium ist ein Evangelium, was auch für Heidenchristen geschrieben worden ist. Da werden manchmal die jüdischen Riten und Feste erklärt. Daran sehen wir, das waren manchmal Menschen, die Adressaten, die es nicht kannten. Das sind an Heidenchristen oder überhaupt an Heiden geschrieben. Und hier ist Jesus der Erlöser der ganzen Welt dargestellt, im Lukas-Evangelium. Der bürgt, der bezahlt, der sein vollkommenes Leben einsetzt für die Menschen, für sie zu bezahlen und sie freizukaufen. Und das vierte, Hiob 33. Hiob 33, Vers 23 und 24. Ich lese nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Hiob 33, Vers 23 und 24. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden,
der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. So wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Interessant. Hier haben wir einen Mittler, einen aus Tausenden, der den Menschen nicht die Gerechtigkeit des Menschen verkündigt, denn die Menschen Gerechtigkeit ist nicht ausreichend. Und obwohl hier wusste, ich bin unschuldig in meinem Leiden, wusste er doch, dass er ein sündiger Mensch ist, dass er Erlösung braucht, dass er Vergebung braucht. Und er spricht von dem, der das Lösegeld bezahlt, von dem Mittler. Und das ist auch Jesus Christus. Das ist die Aufgabe Jesu. Ja, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Das ist der Erlösungsplan, den Gott für uns Menschen ausgedacht und ausgeführt hat. Ein Gesandter. Jemand, der für Gott spricht und für den Menschen spricht. Ein Mittler, ein Ausleger, ein Übersetzer, ein Schiedsrichter. Hiob hat ihn gebraucht. Und hier steht einer aus tausend. Das heißt, von den vielen, vielen Menschen, tausend heißt eigentlich im Hebräischen viele, ganz viele. Und es ist nur einer. Das heißt, nur einer kann es sein. Wir können die vielen Mittler haben. Und so ist es auch, dass es nur einen gibt, der die Qualifikation mitbringt, Mittler zwischen Menschen und Gott zu sein. Denn der Mittler muss für Gott stehen, Gott sein, und er muss für den Menschen stehen, er muss Mensch sein. Er muss beides miteinander verbinden. Zweitens muss er sündlos sein, vollkommen sein, sonst könnte er sich selbst nicht einsetzen, sein eigenes sündloses Leben. Und drittens muss er auch dennoch als Mittler das Lösegeld bezahlen. Das hat er bezahlt. Alles das ist Jesus. Jesus ist der aus dem Himmel Gesandte, der eingeborene Sohn des Vaters, der uns vor Gott vertreten kann, weil er selbst Gott ist. Und das ist Johannes-Evangelium. Interessant, die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die gehen davon aus, Jesus Christus war Mensch und sie beginnen mit seiner Geburt, seinem Stammbaum, dass er wirklich historisch gelebt hat und dass er von Adam abstammt und aus der Linie Davids kommt und dass er, der Mensch, Jesus Christus, dass er die Voraussagen des Messias erfüllt, dass er der Messias ist, dass er der Erlöser ist, dass er der Erlöser der Welt ist, dass er sich um die Menschen kümmert, der Diener der Menschen ist und dass er Gottes Sohn ist. Das wird aus den Kapiteln, aus dem ganzen Evangelium heraus erarbeitet. Johannes Evangelium ist ganz anders. Das Johannes Evangelium beginnt nicht mit der Geburt Jesu, sondern es beginnt am Anfang bei das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Johannes beginnt damit, dass Jesus Christus Gott ist und dass er Mensch wird. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, es geht von der Göttlichkeit Jesu aus, von der Sendung Gottes, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt schickt, dass Gott selbst kommt als Mensch auf diese Welt. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, und es zeigt dann auf, wie dieser Gott Mensch geworden ist und wie er bei einer göttlichen Autorität hier gelebt hat. Und deswegen, wenn Jesus immer seine Göttlichkeit beansprucht, diese Ich-Bin-Worte Jesu, ich bin das Brot des Lebens, das sind alles Worte, die seine Göttlichkeit bezeugen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind alles Attribute, die nur Gott sagen kann. Und das steht alles im Johannes-Evangelium. Johannes-Evangelium, das den von Gott gesandten, eingeborenen Sohn aufzeigt, dass er die Welt erlöst hat, dass er Mensch geworden ist. Das ist dieser vierte Bereich, der vierte Aspekt aus dem Buch Hiob, der Gesandte, der Mittler. Der Schiedsrichter, Jesus Christus. Ja, so finden wir also im Buch Hiob das ganze Evangelium in Ansätzen schon drin. Ja, es muss noch entwickelt werden, es muss dann noch mit Fleisch gefüllt werden und noch gezeigt werden, wie das sich alles dann nachher gezeigt hat, aber es steckt im Hiob-Buch schon drin. Denn Hiob hat genau dieses Bedürfnis gehabt, ich brauche jemanden, der zwischen mir und Gott vermittelt. Ja, interessant ist, das Buch Hiob zeigt uns viele Probleme auf, die Menschen damals hatten. Und wie Jesus Christus die Lösung für all die Probleme der Menschheit damals gewesen ist. Erstens, sie haben damals, die Freunde und auch Hiob teilweise, den Eindruck gehabt, Gott ist unsichtbar und er ist unnahbar. Wir kommen mit
dem Gott, mit dem allmächtigen Gott, der da irgendwo ist, kommen wir ja nicht in Kontakt. Das ist schwierig, irgendwo Gottes Aufmerksamkeit und Gottes Sympathie zu gewinnen. Die Lösung haben wir in Jesus Christus. Jesus wurde Mensch und kam auf diese Erde. Er kam uns Menschen nah. Er war zum Anfassen und er hat uns Gottes Liebe, Gottes Charakter offenbart. Und wir Menschen brauchen eine Offenbarung des Charakters Gottes, des Wesens Gottes. Das heilt uns. Gottes Handeln ist rätselhaft. Hiob hat es nicht verstanden. Die Freunde haben es nicht verstanden. Es war kein Ausleger da. Keiner, der das Handeln Gottes erklärt hat. Jesus kam, um uns Gott zu erklären, um uns Gott vorzuleben, wie Gott ist, um es ihm kundzumachen. Drittens, der Mensch ist ein Sünder. Und das hat Hiob gewusst, obwohl er sagte, meine Sünde ist nicht verantwortlich für mein Leid. Aber dass er ein Sünder war, wusste er. Die Freunde noch viel mehr. Und die Frage war, wie können wir für Gott bestehen? Die Lösung, Jesus starb für unsere Sünden. Nur durch seinen Tod ist Erlösung möglich. Viertens, der Mensch ist von Gott von Geburt an unrein. Übrigens, für jedes dieser Zitate, die ich links habe, gibt es einen Text im Buch Hiob, wo das genauso fast wörtlich drinsteht. Der Mensch ist von Geburt an unrein. Das heißt, der Mensch ist von Geburt an in Sünde geboren und hat den Hang zum Bösen und ist ein Sünder. Jesus kam als Reiner auf diese Welt. Er war der einzige Mensch, der sündlos war und der als Sündloser für uns sterben konnte. Das nächste, Gott fordert ein Lösegeld für den Menschen. Hiob hat jemand gesucht, der für ihn Lösegeld, natürlich jetzt nicht Geld im Sinne von wirklichem Geld, sondern der für ihn bezahlt. Und Jesus selbst gab sich als Lösegeld für unsere Schuld. Hiob ruft nach einem Mittler. Er hat keinen Mittler gesehen. Er stand allein vor Gott. Jesus wurde unser Mittler und Fürsprecher. Dann, es gibt einen mächtigen Feind, Satan. Das haben Hiob und seine Freunde am Anfang nicht gesehen. Die haben über Satan überhaupt nicht gesprochen, obwohl Satan eigentlich derjenige war, der das Ganze verursacht hat. Und Jesus hat Satan, den Feind, am Kreuz besiegt. Und das Problem ist, der Mensch muss sterben. Aber die Lösung ist in Jesus Christus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und weil er auferstanden ist, können wir auch auferstehen, haben wir die Gewissheit, wenn wir an ihn glauben, dass wir auch auferstehen können. Was zeigt das Buch Hiob von Gott? Hiob und seine drei Freunde haben Folgendes über Gott gesagt. Gott ist weise und auch über die Schöpfung, wie Gott in der Schöpfung sichtbar wird. Gott ist weise, er ist gewaltig, er ist mächtig, er ist erhaben, aber er ist auch bestimmend, souverän und zerstörend. Und gerade das, was Sie gerade gesehen haben, was vor Ihnen abgelaufen ist, war das Letzte, dass er bestimmend ist, dass er zerstörend ist. Und Sie haben es nicht verstanden. Der Elihu, der hat den Blick auf eine andere Eigenschaft Gottes gelenkt. Er hat gesagt, Gott ist besorgt um den Menschen, Gott will dem Menschen helfen, Gott ist für den Menschen. Er ist erhaltend, er ist treu. Gott selbst hat sich offenbart und in seinen Reden, wie hat Gott sich offenbart? Interessant ist, dass als Gott angefangen hat zu reden, er hat Hiobs Fragen. Ist er überhaupt nicht darauf eingegangen? Er hat gar nicht darauf geantwortet. Also ich hätte normalerweise gedacht, naja, der hat so viele Fragen gehabt, jetzt wollen wir mal die Fragen alle abarbeiten. Nein, hat Gott nicht gemacht. Warum? Weil Gott wusste, dass die Fragen aus einem falschen Gottesbild herrühren. Und er muss an die Ursache gehen. Was war die Ursache seiner Fragen? Sein falsches Gottesbild. Und wenn er das korrigiert, dann sind die Fragen von selber alle gelöst. Und genau so war es. Gott offenbart sich ihm, Gott schenkt ihm ein neues Gottesbild, ein neues Verständnis, wer Gott ist. Und Hiobs Fragen lösen sich alle in Luft auf. Er ist zufrieden, obwohl er immer noch nicht weiß, warum er leidet. Das muss er auch nicht. Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann müssen wir nicht alle Probleme der Welt kennen. Dann müssen wir auch nicht immer wissen, warum wir leiden. Das Entscheidende ist, dass Gott da ist, dass er die Kontrolle hat. Gott hat sich offenbart und er hat gesagt, Gott ist zum Schutz begrenzend. Gott ist der Allmächtige, der Schöpfer. Und er hat nicht nur die Welt geschaffen und ist damit allmächtig, sondern er ist auch derjenige, der sich um die Schöpfung sorgt. Und er hat dann viele, viele Beispiele. Er hat 70 Fragen an Hiob gestellt.
über seine Sorgen über die Schöpfung, über die unbelebte Natur, als auch über die Tiere. Und wie Gott sich für die Tiere sorgt und auch um den Menschen sorgt. Und dass Gott auch das Böse beherrscht. Der Leviathan ist im Buch Hiob ein Symbol, ein Typos für Satan. Und hier zeigt Gott auf, wie er der Herr ist über den Leviathan. Und der Leviathan war so stark, dass die Menschen gegen ihn nicht bestehen konnten. Genauso wie die Sünde stärker ist als der Mensch. Aber Gott hat sich offenbart als der stärker ist als die Sünde, stärker als der Leviathan, dass er das Böse beherrscht und dass er die Kontrolle hat über alles. Gott stellt sich vor als der die unbelebte Schöpfung, die Gestirne, das Wetter, das Meer und die Erde vollkommen steuert. Und er fragt den Hiob, kannst du die Morgenröte hervorkommen lassen? Natürlich kann er das nicht. Die unbelebte Materie setzt seinem Willen unmittelbar um. Was Gott will, das geschieht. Auch als Jesus auf dieser Erde war. Er hat dem Wind und den Wellen geboten und der Wind hörte auf, der Sturm hörte auf. Gott hat die Macht über die Natur, über die unbelebte Schöpfung. Gott herrscht auch über alle Tiere. Interessant ist, dass die Tiere Gott dienen, dass die Tiere ihm gehorchen. Und selbst nach dem Sündenfall hat sich das in der Tierwelt ein bisschen verändert, auch mit dem Fressen und gefressen werden. Aber trotzdem ist das alles noch in einem gewissen Gleichgewicht. Und auch die Propheten haben gesagt, ein Ochse kennt seinen Weg und ein Esel weiß, wo er hingehört und die Kühe wissen, wo ihr Stall ist. Aber ihr wisst nicht, wo euer Haus ist, wo euer Heim ist, wo euer Heimat ist, wo euer Gott ist. Die Tiere können nicht aus Liebe dienen, die lieben aus Instinkt, die sind gehorsam aus ihren Impulsen heraus. Und zwar Liebe ist immer etwas, wo jemand sich aus moralischen Gründen freiwillig entscheidet. Und nur der Mensch hat die Möglichkeit, die freiwillige Entscheidung, zu lieben oder nicht zu lieben. Die Tiere können zwar liebevoll handeln, aber diese echte Liebe kann nur der Mensch. Sie haben keine freie Willensentscheidung. Und das hat Gott auch hier aufgezeigt. Hiob konnte Gott seine Liebe und Vertrauen schenken. Der Mensch kann Gott lieben. Aber interessant ist, alle Geschöpfe stehen Gott zur Verfügung und folgen ihm gehorsam. Nur der Mensch nicht. Der Gottes Reden versteht. Die Tiere verstehen Gottes Reden nicht. Sie folgen ihm aus Instinkt, weil Gott es in sie hineingelegt hat, weil Gott sie führt. Aber weil der Mensch moralisches Empfinden hat, weil er verstehen kann, was Gott sagt, was Gottes Anspruch ist, hat der Mensch den freien Willen. Und diesen freien Willen setzt der Mensch meistens gegen Gott ein. Deswegen hat der Mensch die Wahl, zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Und deswegen hat Gott mit dem Menschen mehr Arbeit als mit der gesamten restlichen Schöpfung. Weil die meisten Menschen Gott davonlaufen, gegen Gott sind, sich gegen Gott stellen. Ja. Gott sagt auch an einer Stelle, ihr habt mir viel Arbeit gemacht. Genau. Hier jetzt zwei Bibeltexte, Psalm 8, Vers 4, die Himmel sind seiner Finger Werk. Und für Gott ist es kein Problem, dass die Erde sich dreht und dass die Sonne aufgeht und dass der Regen kommt, dass der Wind kommt. Das ist für Gott, er muss sich nicht anstrengen dafür. Ja, das macht er so nebenbei. Ja. Aber wenn es um uns geht, dann muss er sich anstrengen. Das macht er nicht so nebenbei. Er hat gesagt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Jesaja 43, Vers 24. Das heißt, weil er uns Menschen liebt, weil er sich um uns sorgt, weil er um unser Herz wirbt, gibt Gott sich Mühe, der Heilige Geist wirkt, damit wir den Weg zu ihm finden. Und dann redet Gott. Wir haben in der Bibel nicht viele Stellen, wo Gott direkt redet. Wir haben es bei Adam und Eva. Wir haben es am Sinai, wo Gott die 10 Gebote verkündet. Und hier haben wir, wie Gott redet zu Hiob. Ob die Freunde es gehört haben, weiß ich nicht. Vielleicht. Und wenn Gott redet, meine Lieben, wenn Gott redet, dann muss alles andere schweigen. Gott ist souverän. Gott weiß alles. Und er kann das richtige Wort sagen. Und Hiob verändert sich. Gottes Reden ist anders als menschliches Reden. Also was die Menschen so am Tag alles reden, das ist manchmal nicht zum Aushalten. Wie viel Unsinn die Menschen reden. Das Reden des Menschen ist einfach nur etwas, was er gerade denkt
und was manchmal gut ist, manchmal nicht gut ist, manchmal daneben liegt, manchmal wahr ist, manchmal nicht wahr ist. Wenn Gott redet, was Gott redet, ist so. Und was Gott sagt, ist da. Und wenn es nicht vorher nicht da war, ist in dem Moment, wo Gott es sagt, ist es da. Weil Gottes Reden Energie hat. Wenn Gott etwas sagt, kann Gott aus nichts etwas machen. Wenn Gott sagt, da soll jetzt ein Baum stehen, dann steht da ein Baum. Wenn Gott sagt, da steht, soll jetzt ein Auto stehen, dann steht da ein Auto. Gottes Reden hat Kraft. Und es gibt manche Menschen, die glauben das auch, dass sie mit Reden Dinge erschaffen können. Das ist natürlich Unsinn. Das kann nur Gott. Aber Gottes Reden verändert. Wenn Gott etwas sagt, ist es da. Und so ist es auch mit Gottes Wort in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und die hat Kraft in sich. Wenn wir die Bibel lesen, ist es etwas anderes, als wenn wir irgendein anderes Buch lesen. Andere Bücher sind auch etwas, was über Gott geschrieben ist, was auch interessant und schön sein mag. Aber die Bibel, da haben wir Gott selbst, der zu uns spricht. Da ist die Kraft drin, die uns verändert. Wenn du verändert werden willst, dann liest die Bibel. Gott spricht zu Hiob. Und allein das Reden Gottes zu Hiob verändert ihn, verändert sein Herz. Und ich denke da, Hiobs Erlebnis beim Reden Gottes ist ähnlich wie das Erlebnis von Petrus. Petrus war sehr selbstsicher. Er ist Jesus gefolgt, 3 Jahre, 3,5 Jahre schon. Und dann kommt die Verleugnung. Und Petrus ist sich sicher, ich werde es nicht tun. Und er tut es doch. Und Petrus zerbricht. Und als Jesus ihn anschaut, nachdem er ihn verleugnet hat, ich glaube, der Blick Jesu, der hat mehr gesagt als 1000 Worte. In dem Blick Jesu war Liebe zu ihm drin, aber trotzdem auch Mitgefühl, Traurigkeit. Warum hast du das jetzt gemacht? Du hast mir wehgetan. Ich habe es dir doch gesagt. Und trotzdem Mitgefühl und Vergebungsbereitschaft und Liebe. Es war alles im Blick Jesu drin. Und Petrus' Herz wurde zerschlagen. Petrus, seine Selbstsicherheit war dahin. Er hat sich bekehrt. Und so ist es auch bei Hiob gewesen. Gott spricht und Hiob verändert sich. Er bekommt ein neues Herz. Er erkennt, wer Gott wirklich ist und erkennt auch seine eigene Sündhaftigkeit. Gott erwähnt in seinen Reden nicht die Leiden Hiobs. Er offenbart ihm nicht die Hintergründe für seine Kämpfe. Er offenbart ihm nicht, was im Himmel die Diskussion gewesen ist. Nein, braucht er auch nicht. Gott verteidigt sich nicht gegen Hiobs Vorwurf, er sei ungerecht. Macht er nicht. Gott geht nicht auf die Stufe des Menschen und diskutiert mit ihm auf seiner Stufe. Er spricht nicht als der 6. Redner. Wir hatten schon 5 Redner gehabt. Die 3 Freunde, Hiob, der Elihu. Und Gott setzt nicht noch einen oben drauf. Nein, Gott kommt von einer anderen Ebene. Gott spricht als Gott. Er versucht nicht, Hiob zu überzeugen. Er diskutiert nicht mit ihm und sagt, komm, jetzt lass uns mal diskutieren. Nein, er offenbart sich. Und er zeigt Hiob, wer er ist. Und allein das Wissen, wer Gott ist, die Begegnung mit Gott, verändert uns. Gott offenbart sich selbst dem Hiob. Er schenkt ihm eine neue Gottesoffenbarung. Und Hiob erkennt, dass Gott allmächtig ist und dass sein Denken über Gott viel zu klein war und dass seine Vorstellung, dass wenn ich gesündigt habe, dann straft Gott mich, dass dieses ganze Gedankengebäude zerfällt. Und er merkt, Gott ist viel größer. Gott korrigiert damit Hiobs falsche Vorstellung von ihm. Und ich habe mich früher immer gefragt, ja, jetzt diskutiert Hiob mit seinen Freunden über das Leid und Gott spricht über ganz andere Geschichten. Warum geht Gott gar nicht darauf auf Hiob ein? Er spricht da am Thema vorbei, oder? Menschlich gesehen vielleicht schon, aber wenn man sieht, was der Hintergrund war, Gott geht genau auf das ein, was sein eigenes Problem war, nämlich sein falsches Gottesbild. Das gleiche wie bei Nikodemus. Nikodemus kommt zu Jesus und will mit Jesus anfangen zu diskutieren. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen und er will mit ihm eine theologische Diskussion anfangen. Aber Jesus weiß genau, was sein Herz braucht. Was braucht sein Herz? Eine Wiedergeburt. Und er sagt, du musst von neuem geboren werden. Sein erster Satz, du musst von neuem geboren werden. Das ist genau das, was sein Herz braucht. Und Nikodemus ist getroffen. Jesus
geht nicht auf die Diskussion des Nikodemus ein. Er sagt das, was der Mensch braucht, was er wirklich braucht, was das tiefere Problem ist. Und hier auch. Gott zeigt ihm hier, was sein Problem ist. Und er offenbart sich dort. Er zeigt ihm, wer er ist, seine Größe. Und damit lösen sich alle Fragen Hiobs in Luft auf. Wenn er sieht, wer Gott ist. Die Größe Gottes, die Liebe Gottes. Dass Gott die Kontrolle hat. Dass Gott ihn liebt, dass Gott ihn führt. Dass Gott ihn festhält. Gott nimmt sich seiner als ein Hirte seines Schäfchens an. Er begegnet Hiob nicht auf der Ebene der Diskussion. Natürlich, auch sein Verstand wird natürlich auch angesprochen. Aber er möchte ihn auf allen Ebenen, was wir auch gestern gesehen haben, auf der Verstandesebene, auf der emotionalen Ebene und auf der körperlichen Ebene erreichen und ihm die Annahme zeigen. Nach dem Reden Gottes ist Hiob ein anderer Mensch geworden. Er ist ein anderer. Und das wünsche ich uns auch, dass wir eine Gottesbegegnung erleben. Hiob hatte von Gott Rechenschaft über sein Leid gefordert. Und nun muss er selbst Gott Rede und Antwort stehen. Dabei merkt er, dass er auf über 70 Fragen keine einzige Antwort hat. Seine Weisheit ist am Ende. Nicht eine einzige Frage kann er beantworten. Es ist reine Anmaßung und Selbstüberschätzung, Gottes Handeln als Schöpfer und Erhalter zu verstehen. Selbst was wir alles von Gott wissen, selbst die Bibel, die so viel Informationen über Gott hat, und was wir noch von Ellen White noch an Zusatzinformationen haben, das ist ja so eine Fülle über Gott. Und meine Lieben, wir haben noch nicht mal 1% von dem, was Gott wirklich ist. Wenn wir glauben, wir wüssten, wer Gott ist und wie Gott ist, das ist Anmaßung. Deswegen, wenn wir im Himmel sein werden und mit Gott zusammen leben werden, dann werden wir Gott immer mehr erkennen, wie er wirklich ist. Natürlich, das, was wir haben, ist wahr und das ist richtig, darauf können wir uns verlassen. Und deswegen, wenn wir mehr über Gott wissen wollen, dann müssen wir da studieren, wo er sich uns offenbart. Das ist sein Wort. Und nicht durch irgendwelche Eingebungen. Das ist sein Wort. Da finden wir das, was Gott über uns sagt. Und deswegen müssen wir auf Gott hören, was er über uns sagt. Und keine eigenen Theorien über Gott entwickeln. Und im Gespräch mit Hiob zeigt Gott ihm seine Größe. Wir können erkennen, was geschieht. Das können wir sehen. Wenn wir eine Sache fallen lassen, fällt es immer runter. Die Gravitation, die Anziehungskraft, die Schwerkraft. Können wir sehen. In der Wissenschaft können wir auch manches erklären, wie es geschieht. Aber in den meisten Fällen können wir nicht wissen, warum etwas geschieht. Das heißt, die Wissenschaft versucht, das zu erklären. Aber es ist schwierig. Gott weiß es, Gott weiß alles. Wenn Hiob selbst die natürlichen Zusammenhänge nicht versteht, und das ist der entscheidende Punkt, wenn Hiob selbst schon nicht mal verstehen kann, wo kommt das Wasser her? Warum, wie kann die Sonne aufgehen und wieder untergehen? Was kann ich da beeinflussen? Wenn Hiob selbst das nicht versteht, wie kann er denn erwarten, Gottes Weg mit den Menschen zu verstehen, was noch viel komplizierter ist? Gott antwortet Hiob. Hiob 36, 38, 1 bis 3. Und der Herr antwortete Hiob und aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Und hier sehen wir, dass Gott ein bisschen ironisch ist. Er sagt, lehre mich. Und Gott weiß natürlich, Hiob kann ihn überhaupt nichts lehren, gar nichts. Hiob hatte sich angemaßt, Gott was beibringen zu wollen, Gott zurechtweisen zu können. Und Gott sagt, lehre mich, sag's mir. Und Hiob muss erkennen, es war töricht, überhaupt so zu denken, Gott herauszufordern. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Und damit meint er Hiob. Das war ein leichter Tadel. Ganz sanft hat Gott ihm das klargemacht. Deine Worte waren ohne Verstand. Hiob fordert am Ende seiner Rede, der Allmächtige, als bevor Gott geantwortet hat, hat Hiob gesagt, der Allmächtige, antworte mir, er fordert ihn heraus, antworte mir, ich habe dich was gefragt, ich habe ein Problem mit dir. Und Gott sagt, natürlich, gern, aber wenn ich dir antworte, dann wirst du erstaunt sein, was ich dir sage. Das wird nicht so sein, wie du das erwartet hast.
Nun kommt die Antwort. Doch in seinem Entschluss, Gott wie ein Fürst entgegenzutreten, ich werde stehen vor Gott. Wie schnell wird Hiob eines Besseren belehrt? Der Mensch kann vor Gott nicht stehen. Die Antwort des Herrn kommt aus dem Sturm. Gott spricht ihn als Jahwe an. Das ist interessant. Wir haben verschiedene Gottesnamen. Wir haben El Shaddai und Jahwe. El Shaddai ist der Allmächtige und wir haben das 34 Mal im Buch Hiob, das El Shaddai als der Allmächtige, aber hier spricht er ihn als Jahwe an. Und Jahwe ist der Name Gottes, der die Beziehung zum Menschen zeigt. Ich bin, der ich bin. Der ewig Seiende, der mit Israel den Erlösungsplan durchgeht, der Israel begleitet. Als Mose Israel aus Ägypten führt, offenbart Gott sich als der Jahwe. Er offenbart sich ihn sehr eindrucksvoll als Herr, der kommt, um zu retten, um wiederherzustellen, nicht um zu verderben. Gott stellt sofort klar, worin Hiob falsch lag. Er fragt, wer ist es? Wer ist hier? Wer will mich was lehren? Der Unterschied zwischen der Erhabenheit Gottes und der Nichtigkeit des Menschen wird hier aufgezeigt. Das ist ein deutlicher Vorwurf an Hiob, der Gottes Wege verkehrt dargestellt hatte, der etwas meinte, von Gott zu wissen, aber daneben lag. Gott stellt es richtig. Gott sagt, ich bin der Herr. Ich weiß, was Wahrheit ist. Hiob erkennt an, dass der Vorwurf gegen ihn berechtigt ist. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Und dann sagt er selber, so habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Wenn wir vor Gott treten, dann merken wir, wir wissen nichts und wir können nichts. Und wir sind sündig. Wenn Gott durch Katastrophen und Krankheit handelt, erscheint sein Weg manchmal rätselhaft und dunkel. Ja, auch für Hiob. Er war in Krankheit und in Katastrophen. Und Gottes Weg war für ihn dunkel und rätselhaft. Aber wenn wir Gott kennen, dann müssen wir nicht jede Lösung kennen. Wenn ich Gott kenne und weiß, er kennt den Weg und er hat die Kontrolle und ich vertraue ihm, dann reicht das. Wir sollten uns vor der Anmaßung hüten, Gottes Willen und Weg erkennen und beurteilen zu können. Vor allen Dingen mit den Menschen, vor allen Dingen mit dem Nächsten. Wenn wir manchmal Gottes Handeln in unserem eigenen Leben nicht verstehen, wie will ich Gottes Handeln im Leben des anderen verstehen? Wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und wenn ich es verstehe, ist es umso besser, weil ich dann sehe, wie Gott das gut mit mir meint. Besonders in Situationen, mit denen wir nicht zurechtkommen. Und wie schnell ist der Mensch dabei, zu sagen, lieber Gott, und dann kommen die Anklagen. Ja. Ich empfinde das als ungerecht, ich empfinde das als schlecht und schädlich und wie, was auch immer. Da sollten wir sehr zurückhaltend sein. Im Gegenteil, wenn wir Gott kennen, dass wir ihm vertrauen. Wir kennen nicht alle Fakten und Fäden, die Gott in seinem Handeln berücksichtigt und benutzt. Ein Beispiel. Bei manchen Teppichen, wenn man sie knüpft, und mit der Hand knüpft, dann sieht man auf der Rückseite, wenn der Teppich geknüpft wird, nur sehr viele verschiedene Fäden. Und es ist ein verworrenes Durcheinander. Und wenn dann der Teppich knüpft, dann hier noch einen Faden dazu nimmt und hier noch einen Faden dazu nimmt, und das erscheint alles als vollkommen Durcheinander. Macht keinen Sinn. Und wenn der Teppich fertig ist und man dreht den Teppich um, dann sieht man ein wunderschönes, symmetrisches Muster. Und so ist es mit unserem Leben. Solange wir hier sind, erscheinen manchmal die Fäden unseres Lebens verworren und durcheinander. Und wir wissen nicht, was soll das? Warum ist das so? Wohin führt das? Aber ganz am Ende, und manchmal ist es meistens erst ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt, und wenn wir dann im Himmel sind, wenn wir dann unser Leben von Gottes Perspektive aus sehen, wenn dann der Teppich gewendet wird und wir dann das Muster unseres Lebens sehen, dann sagen wir, wow. Das hat Gott gemacht. Und ich dachte, das wäre alles durcheinander. Und jetzt kommt sowas dabei raus, sowas Schönes. Was Gott macht, ist manchmal für uns unbegreiflich. Aber am Ende ist es Gottes Werk. Schön. Wir werden staunen, wenn wir im Himmel sind, wie Gott uns unser Leben geführt hat. Und Ellen White sagt, Gott führt uns so, wie wir es selber getan hätten, wenn wir an seiner Stelle gewesen wären.
Wenn wir den Überblick hätten, den Gott hat, dann würden wir genauso mit uns handeln, wie Gott jetzt mit uns handelt. Und das gibt mir das Vertrauen, dass Gott das gut macht, dass Gott keine Fehler macht. Gottes Fragen an Hiob waren keine Quizfragen. Wer wird Millionär? Hiob, jetzt Frage 1, Frage 2, jetzt, nein. Gott wollte nicht sein Wissen testen. Gott wollte damit ein erzieherisches Ziel erreichen. Er will mit den Fragen Hiob auch nicht mit seiner Unwissenheit erdrücken, sondern Hiob soll in der Erkenntnis Gottes wachsen. Meine Lieben, und das ist das Entscheidende. Erlösung heißt Gott erkennen. Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben heißt Gott erkennen. Hiob hat Gott erkannt in seinem Reden. Und das wünsche ich uns, dass egal, was in unserem Leben geschieht, und gerade in der Not und im Leid, genau dann erkennen wir Gott noch mehr. Gott erkennen. Das verändert unser Leben. Das gibt uns einen neuen Blick auf Gott. Und auf, wenn wir Gott erkennen, dann werden wir auch die Dinge dieser Welt anders beurteilen. Daran zeigt er seine Barmherzigkeit. Und dann sagt er weiter, hier ab 38, 4 bis 7. Und wir werden jetzt nicht die ganze Rede Gottes analysieren, da würden wir heute Abend noch hier sitzen. Nur die ersten paar Verse. Und da sehen wir schon, wie groß und wie tief Gottes Reden an Hiob sind. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer sie über die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Hier hat Gott die Schöpfung der Erde wie ein Hausbau dargestellt, eine Typologie, eine Übertragung. Und er sagt, wer hat das denn gemacht? Hast du das gemacht? Kannst du mir das sagen? Und mit jeder Frage, die Gott ihn stellt, wird Hiob kleiner, bis der letzte Rest Stolz bei ihm verschwunden ist. Zunächst spricht Gott über die Erschaffung der Erde. Da war kein Mensch dabei. Aber durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet wurden und dass der Schöpfer Jesus Christus ist. Gott fragt, wer die Abmessungen der Schöpfung festgelegt habe. Kann Hiob Gott vielleicht einen Tipp geben, wie man die Abmessungen, Proportionen so gestaltet, dass alles perfekt zusammenpasst? Er spricht weiter, 8 bis 11. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, dass es herausbrach, wie aus dem Mutterschoß, dass ich mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln? Als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Und jetzt hat Gott ein Beispiel aus der Natur gewählt und zeigt mit diesen Beispielen, wie, wenn wir das übertragen auf Gottes Handeln mit dem Menschen, wie Gott das gut macht. Das Meer. Gott ist sowohl Schöpfer als auch Herr des Meeres. Er hat nicht nur die Welt geschaffen und dann hat er gesagt, das macht mal alleine und ich ziehe mich jetzt zurück. Er ist auch der Erhalter der Schöpfung. Und er setzt dem Meer die Grenzen. Gott setzt dem wilden Meer Grenzen und zügelt es. Wenn Gott die vollständige Kontrolle über das Meer hat, dann hat er auch dem Leiden und der Not eine Grenze gesetzt. Denn manchmal sind die Leiden und die Not, auch die Hiob empfunden hat, wie das Meer, was ungestüm ist und ohne Grenzen, grenzenlos ist. Aber Gott sagt, nein, das Meer, was die Urgewalt, das sind die Urkräfte dieser Erde, es gibt keine stärkeren Kräfte wie das Meer. Wenn ein Tsunami kommt, dann ist alles vorbei. Und wenn Gott sagt, wenn ich dem Meer die Grenzen setzen kann, dann kann ich auch in deinem Leben dem Leid und der Not Grenzen setzen. Ich kann das und ich setze die Grenzen. Du bist nicht grenzenlos ausgeliefert. Er lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. 1. Korinther 10, 13. Gott setzt Grenzen. Das ist gut für uns. Da dürfen wir Gott vertrauen. Und wenn etwas kommt, wo wir denken, es ist zu viel für mich, ich kann es nicht tragen, was Gott uns zumutet, es kann sein, dass wir eine Stunde vorher das nicht tragen hätten können. Aber in dem Moment, wo es da ist, gibt Gott auch die Kraft zu tragen. Und die Kraft zum Tragen gibt er nicht eine Woche vorher und nicht ein Jahr vorher.
Die Kraft zu tragen gibt er in dem Moment, wo wir es brauchen. Und da ist die Kraft da. Gott bleibt auch in Prüfungen bei uns. Er weist durch seine Prüfungen dem Trotz der Menschen in seine Schranken, so wie er dem Trotz der Wellen des Meeres die Schranken setzt. Es gab einen Augenblick in der Geschichte, es gab nur einen Augenblick in der Geschichte, wo Gott alle Beschränkungen des Leides aufhob, wo er ein grenzenloses Elend über einen Menschen zuließ. Grenzenlos. Dieser eine Moment war Jesus Christus am Kreuz. Und das war grenzenloses Leid. Gott hat alle Sünden der Welt, alles Leid der Welt damit auf ihn gelegt. Wenn es einen Menschen je gegeben hätte, der gesagt hätte, wo ist die Grenze? Ich schaffe es nicht, dann wäre es Jesus gewesen am Kreuz. Wir alle erleben nur, wenn wir Schicksalsschläge, wenn wir Leid haben, immer nur einen kleinen Bruchteil, wo Gott die Kraft dann gibt. Jesus hat es bis den Kelch bis zur Neige geleert. Als die 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, er zur Sünde gemacht wurde, das war das grenzenlose Leid für uns. Der Zorn Gottes über die Sünde überschwemmte ihn. Was das für ihn bedeutete, können wir nicht ergründen. Wir können nur danken dafür, weil das die einzige Möglichkeit war, dass wir frei sein dürfen. Aber wir werden ihm in Ewigkeit dafür anbeten, ihm dafür danken, dass er für uns im Gericht Gottes versank. Ich möchte mit einem Lied schließen, was dieses Vertrauen in Gott zum Ausdruck bringt. Als Hiob das Reden Gottes verstanden hat, ich glaube, dass das genau das war, was in seinem Herzen war. Der Liederdichter hat es so ausgedrückt: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir es soll wohlergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Das habe ich hier erlebt. Gott ist der, der Luft, den Winden, den Wolken, dem Himmel Wege, Lauf und Bahn gibt. Und Hiob hat erlebt, auch in meinem Leben, gibt Gott meinem Fuß einen Weg, den er gehen kann. Das wünsche ich uns. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, großer Gott, wir stehen voll Staunen vor dir. Herr, du bist der Schöpfer, du bist allmächtig. Du hast die Welt geschaffen in ihrer Größe, in ihrer Schönheit. Herr, und du hast auch alles unter Kontrolle. Der Wind und das Wasser und die Wellen und alles ist unter deinem Befehl. Du setzt die Grenzen, du lenkst alles. Herr, und wir danken dir, dass du damals dich dem Hiob offenbart hast. Und wir sehen, dass es uns heute manchmal genauso geht wie dem Hiob. Dass wir in Situationen kommen, wo wir dein Handeln nicht verstehen. Wo wir nicht wissen, warum das eine oder das andere so gekommen ist. Wo wir Fragen haben. Aber wir bitten dich, Herr, dass du dich auch uns offenbaren möchtest. Dass wir verstehen, wer du bist. Und dass wir sehen, wenn du den Wellen die Grenzen setzen kannst, dann kannst du auch in unserem Leben der Sünde und dem Leid die Grenzen setzen. Herr, wir möchten dir vertrauen, weil wir sehen, dass du uns liebst,
dass du dich um uns kümmerst, dass du uns führst. Herr, wir bitten dich, führe du uns so, dass wir deiner Führung auch gerne folgen. Schenk du uns willige Herzen und das Vertrauen in dich. Herr, wir bitten dich, dass wir in unserer Erkenntnis von dir immer mehr zunehmen, dass wir dich so erkennen, wie du wirklich bist, dass wir nicht überheblich werden, aber dass wir auch deine Liebe für unser Leben annehmen können. Herr, stärke du uns im Leid, tröste du uns, führe du uns in allen Situationen des Lebens, in allen Entscheidungen, dass wir deinem Willen tun und deine Wege gehen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.